Hast du dich schon mal gefragt, was die Akasha-Chronik ist und wie du Kontakt zu deinem persönlichen Guide darin aufnehmen kannst? In diesem Podcast werde ich, Monika Nirjana Kardinal, deine Fragen beantworten. Als Heilmedium, Akasha-Therapeutin und Buchautorin biete ich dir einen Einblick in diese wundervolle Welt. Die Akasha-Chronik ist ein altes, universelles Wissensarchiv, das die Geschichte aller Seelen und ihrer Erfahrungen enthält. Man kann sie sich vorstellen wie ein Buch des Lebens, in dem jeder Gedanke, jede Handlung und jede Begegnung aufgezeichnet ist. Sie ist ein Reservoir der Weisheit, das uns hilft, uns besser zu verstehen, unsere Lebensaufgabe zu erkennen und unsere spirituelle Entwicklung zu fördern. Warum ist jetzt die Akasha-Chronik so wichtig, fragst du dich vielleicht. Sie bietet uns nicht nur Einblicke in unsere Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch in unsere mögliche Zukunft. Sie kann uns Antworten auf lebenswichtige Fragen geben und uns auf unserem Weg der Selbsterkenntnis unterstützen. In der Akasha-Chronik haben wir persönliche Guides, die uns auf unserer Lebensreise begleiten. Diese Guides sind wie unsichtbare Freunde und Mentoren, die uns mit ihrer Weisheit und Liebe leiten. Sie sind besonders kraftvoll, da sie Zugang zu diesem unermesslichen Wissensarchiv haben. Jetzt, da wir die Bedeutung der Akasha-Chronik verstehen, lass uns diese faszinierenden Guides genauer betrachten. Ein Guide ist ein spirituelles Wesen, das uns auf unserer Lebensreise begleitet und uns mit seiner Weisheit, Unterstützung und Liebe zur Seite steht. Dein Guide kann aus der Akasha-Chronik stammen und ist ein einzigartiger Begleiter, der dich auf deinem individuellen Lebensweg unterstützt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum es so wichtig ist, deinem Guide zu vertrauen oder deinen Guide zu finden. Die Antwort ist ganz einfach. Dein Guide kennt dich auf einer tiefen spirituellen Ebene und ist darauf ausgerichtet, dir bei deiner persönlichen Entwicklung und deinem Wachstum zu helfen. Er kann dir bei der Lösung von Problemen, der Entfaltung deiner Talente und der Erkenntnis deiner Lebensaufgabe helfen. Das Vertrauen in deinen Guide eröffnet dir eine Welt der Möglichkeiten und Erkenntnisse, die dein Leben in erstaunliche Bahnen lenken können. So, jetzt, da wir verstehen, warum die Verbindung zu deinem Guide so wertvoll ist, lass uns gemeinsam diese faszinierenden Wesen entdecken. Wir beginnen mit dem Weisen. Der Weise. Dein weiser Guide ist der Hüter der tiefsten Weisheit deiner Seele und des Universums. Er ist dein Ratgeber in allen lebenswichtigen Fragen und auf deinem spirituellen Weg. Seine Präsenz unterstützt dich bei klugen Entscheidungen und hilft dir, Weisheit in dein Leben zu integrieren. Dann kommen wir zu dem Naturverbundenen. Der Naturverbundene ist eng mit der Natur und den Elementen verbunden. Er zeigt dir, wie du dich wieder mit der Erde verbinden kannst, lehrt dich, die Umwelt zu achten und zu schützen und stärkt deine intuitive Verbindung zur Natur. Er verhilft dir zu einer guten Erdung und Stabilität in deinem Leben. Jetzt kommen wir zum dritten Guide, dem Klangmystiker. Dein Klangmystiker schenkt dir die Gabe von Schwingung und Klang. Er lehrt dich, die heilende Kraft von Musik und Klang in deinem Leben zu nutzen und unterstützt dich dabei, innere Harmonie und spirituelle Erkenntnisse durch Klang zu erlangen. Menschen mit diesem Guide sind sehr musikalisch und künstlerisch begabt. Dann kommt der Reisende als der vierte Guide. Er begleitet dich auf Abenteuern in der Welt und der Seele. Er ermutigt dich, neue Horizonte zu erkunden, sei es durch physische Reisen oder innere Entdeckungen. Er öffnet dich für neue Erfahrungen und Erkenntnisse. Er begleitet dich auf Reisen in das höhere Wissen der Spiritualität und des Seins.
Als fünften und letzten Guide stelle ich dir den Visionär vor. Er ist dein kreativer Begleiter. Er hilft dir, deine Träume und Ziele zu manifestieren, indem er deine Vorstellungskraft anregt und deine kreativen Fähigkeiten entfacht. Mit seiner Unterstützung kannst du deine Visionen in die Realität umsetzen. Menschen mit einem Visionär als Guide bringen neue Energien und neue Heiltechniken auf die Erde. Jetzt fragst du dich sicher, wie du Kontakt zu deinem Guide aus der Akasha-Chronik aufnehmen kannst. Aus meiner Erfahrung heraus geht es am besten durch tiefe Meditationen und Visualisierungen. Und wenn du Glück hast, nimmt dein Guide von selbst Kontakt zu dir auf. Diese Verbindung kann eine transformative Erfahrung sein und dein Leben auf wunderbare Weise bereichern. Um herauszufinden, wer dein persönlicher Guide ist, empfehle ich dir, unser E-Book Akasha Pathfinder zu lesen. Dort wird sehr viel erklärt und du kannst einen Test machen, um herauszufinden, wer dein Guide ist. Ich habe dir den Link unter diesem Podcast gemacht. So erlaube mir nun, eine persönliche Geschichte mit dir zu teilen, wie ich selbst Unterstützung bei einem Problem durch meinen Guide, den Weisen, erhalten habe. Vor einiger Zeit stand ich vor einer schwierigen Entscheidung in meinem Leben. Ich wusste nicht mehr ein oder aus und in einer tiefen Meditation bat ich meinem weisen Guide um Rat. Und er gab mir einen Rat, den ich dann auch befolgte. Diese besondere Meditation brachte mir Klarheit und die Gewissheit, welchen Weg ich wählen sollte. Das war ein bewegender Moment in meinem Leben und eine besondere Erfahrung, die mir zeigte, wie kraftvoll die Verbindung zu unseren Guides sein kann. So ist es gekommen, dass ich meinen Guide sehr oft kontaktiere, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen möchte. Bevor ich mich jetzt von dir verabschiede, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, zu liken und zu teilen, wenn dir diese Informationen gefallen haben und wenn du mehr von solchen wichtigen Erkenntnissen erhalten möchtest. Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel und gemeinsam können wir die Welt der spirituellen Führung und der Akasha-Chronik weiter erkunden. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Und mögen deine Reisen mit deinen Guides aus der Akasha-Chronik erfüllt sein von Liebe und Licht. Wir hören uns zum nächsten Mal. Deine Monika Nirjana von Smarana.